Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit herzlich willkommen zu den täglich neuen Handelsideen hier bei Tickmill auf der Facebook-Seite von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie immer durch ein paar meiner Ideen, die ich bei der Analyse der Charts im Bereich der Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen, Kryptowährung und dem Forex-Markt im Allgemeinen immer wieder finde und Ihnen hier morgens auch ein paar Einblicke in meine Gedankenwelt auch zeige, um Sie ein bisschen im Trading, sag ich mal, zu inspirieren, vielleicht die ein oder andere Idee auch zu präsentieren, wo Sie sich sagen, Mensch, das ist doch klasse, das ist gut, schön, dass ich das gehört habe, dass wir da auch zuschauen können. Von der Seite her auch ein Hallo an die Live-Zuschauer hier direkt wieder im Webinar. Wenn Sie mögen, einfach die Fragen hier im Chat auf Facebook stellen und danach können wir hier auch gerne die Fragen beantworten oder über Ihren Wunschchart sprechen. Ich habe gestern Abend bzw. gestern Abend habe ich die ersten Ideen gesammelt, heute Morgen dann nochmal gecheckt, ob das über die Nacht auch alles so geblieben ist. Hier im Blog auf Tickmill für Sie das Ganze auch veröffentlicht, unsere Handelsideen für den 21. Juni. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie früh, so spätestens um 8 Uhr, die Handelsideen. Warum mache ich das so früh? Das hat einen Hintergrund. Viele dieser Ideen im Währungshandel laufen halt in den Morgenstunden oft ganz gut an. Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen die Gedanken auch sehr früh zur Verfügung stellen, dass Sie zeitig genug auch an den Märkten für sich agieren können. Also schauen Sie ruhig, bevor Sie hier in die Besprechung der Handelsideen reingehen, auf den Blog von Tickmill und schauen Sie sich die entsprechenden Handelsideen auch mit an, damit Sie auch früh genug dabei sein können, wenn es hier zu Bewegungen kommt. Und nach dem Webinar, das wissen die Stammzuschauer mittlerweile auch, gibt es unten unter dem Blog auch noch die entsprechende Besprechung der aktuellen Aufzeichnung für den Handelstag. Das an dieser Stelle als kleiner Hinweis, damit Sie wissen, wo Sie neben der Facebook-Seite auch auf den Blog hier Zugriff haben können. Der Risikohinweis an dieser Stelle ist natürlich auch fester Bestandteil unserer Webinare. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und ich würde sagen, damit machen wir gleich weiter mit den Tagesnachrichten, die heute anstehen. Ganz so viele gibt es nicht, aber ein paar sind es. Auf alle Fälle um 14.30 Uhr die Sache mit dem höchsten Impact heute möglicherweise auf dem Markt. Und zwar ist das der Philly Fed Herstellungsindex aus den USA. Also wie schon gesagt, 14.30 Uhr am Nachmittag, eine gute Stunde vor Eröffnung der US-Märkte, gibt es hier die Informationen rund um diesen Philly Fed Herstellungsindex. Gibt es dann auch noch ein paar weitere Detailinformationen, wo wir hier das Ganze haben, die Philly Fed Beschäftigung und dann Geschäftsbedingungen, also alles so Dinge, die rundherum kommen, das können Sie ja sehen, was hier rumsteht, alles um 14.30 Uhr. Elena, schönen guten Morgen hier live auch wieder dabei im Webinar. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in den Tag. Was wartet noch auf uns? Heute um 10 Uhr gibt es die Pressekonferenz der OPEC. Der Ölmarkt ist ja in den letzten Tagen hin und her gesprungen. Alles aufgrund von Aussagen, was denn hier mit der OPEC jetzt rauskommt. Wird die Fördermenge erhöht? Bleibt sie gleich? Also von der Seite her, es bleibt auf alle Fälle spannend zu sehen. Es gibt hier halt einfach die Diskrepanzen zwischen den kleineren Ländern und den großen Ölproduzenten, wo die Großen einfach sagen, okay, aufgrund der aktuellen Lage würden wir gerne unsere Förderquoten erhöhen, damit die mehr Geld verdienen. Auf der anderen Seite sind die kleineren Förderländer nicht dazu in der Lage, sozusagen diese Erhöhung mitzugehen, weil die schon nahezu ausgelastet sind an dieser Stelle. Also hier bleibt es spannend. Heiko, einen schönen guten Morgen. Auch schön, Sie hier heute Morgen live dabei begrüßen zu dürfen. Wenn Sie eine Frage haben oder einen Chart analysiert haben möchten, geben Sie ruhig hier eine kurze Info und dann gehe ich direkt auch auf Ihren Wunschchart mit ein. Und wo wir gerade über das Thema Charts sprechen, lassen Sie uns doch direkt in die Charts hineinschauen. Ich habe heute für Sie vorbereitet den Einblick in das Währungspaar britischer Pfund, Kandollar. Wir schauen einmal auf den italienischen Aktienindex und mal wieder das Silber. Was im Silber passiert ist, absolut der Knaller. Wir hatten ja vor ein paar Tagen schon darüber gesprochen. Ich mache den Chart vom Silber gleich mal rein, wo wir gesagt haben, ach, klasse Situation hier, obere Kante, jetzt könnte, wenn der Ausbruch nach oben kommt, der Markt mal schön erstmal in diese Widerstandsbereiche hier oben
um die Werte von, was haben wir hier oben gehabt, 1,16,97, 16,98 reinlaufen und dann hier oben bis in die Tops hinein. Was ist passiert? Wir hatten einen gigantischen Ausbruch, der ist einfach nur nach oben geschossen, hat auch hier die Vortageshochs mitgenommen und hat dann oben in diesem Bereich um die 17,30 Dollar Halt gemacht und dann, bam, nach unten in einem Schuss ohnegleichen, diese Tageskerze hier vom 15.06., das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch noch das Thema, wo wir den Hexensabbat auch hatten, ich glaube, das war ein Freitag gewesen, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja genau, das war ein Freitag, also, oh, das ist der Wahnsinn, wie schnell die Korrektur da kam und wo stehen wir jetzt, tata, wir stehen wieder an der unteren Unterstützung dieser Trading Range, also es ist manchmal irre, wie schnell das an den Marken geht, wie gut wir häufig dann auch wieder, wenn wir schnell genug sind und die Gewinne auch mitgenommen haben, in die Situation kommen, den nächsten Trade an unserer Stelle zu planen. Und das habe ich hier im Silber wieder für Sie getan. Ich mache mal kurz etwas mehr Chart-Historie an. Wir sind jetzt wieder hier unten in dieser breiten Unterstützungsrange. Da kann man immer schlecht auf einen Cent festnageln. Ja? Deswegen sind das immer so Bereiche, in denen der Markt hier unterwegs ist in diesen Gegenden. Hier sind wir jetzt wieder drin. Das heißt, der Markt schwingt wieder unten in dieser ersten Unterstützungsrange hier bei ungefähr 16,20 Dollar. Was kann hier passieren? Wie immer zwei Dinge in Ranges. Nummer eins, es kann zu einem Ausbruch auf der Unterseite kommen. Dann hätten wir die Situation, nächster Anlaufpunkt. Hier schauen Sie mal, hier haben wir einige Tiefs in diesem Bereich. Nächster Anlaufpunkt hier unten. Das wäre dann die Situation, wo hier unten auch schon mal ein bisschen gehalten wurde, als der Markt von oben rangelaufen ist. Also hier über den Daumen 16,06 bis, was haben wir hier oben, 16, 14, 15, irgendwo in diesem Bereich, erster Anlaufpunkt. Wenn es dann noch doller kommt, wenn der Verkaufsüberhang so stark ist, dass die Märkte noch weiter nach unten gedrückt werden, dann haben wir hier den nächsten Anlaufpunkt als Unterstützung um die 15,82 und dann das Tief, was wir hier hatten im Dezember letzten Jahres bei 15,63. Das wäre mal eine Sache, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht im Bereich des Unmöglichen, wenn wir uns mal die momentanen Schwankungsbreiten hier in diesem Edelmetall entsprechend auch mit anschauen. Also alles hier in diesem Bereich möglich. Kommt es aber zu einer Umkehr, das heißt, dass wir wieder diesen Trampolineffekt nutzen, von unten nach oben, von oben nach unten, dann wären wir hier jetzt ja natürlich in einer prädestinierten Lage, dass der Markt hier unten rumdreht. Was wäre dann als nächstes an Anlaufpunkten da im kurzfristigen Bereich auf dem Weg hier oben in die Oberseite der Range? Natürlich, wir haben hier ein paar Tageshochs vor uns. Das heißt hier das Tageshoch vom 20., 18., 19. und 18., die haben wir hier liegen um die 16,37, 16,54 und hier oben 16,62, 63, irgendwo in diesem Preisgegenden. Das wäre dann das Szenario, wenn der Markt oben rumgeht. Anton, du bist auch wieder dabei. Einen schönen guten Morgen. Freue mich, dass auch du hier wieder live zuschaust. Bei diesem Trade bzw. bei dieser Range schauen wir einfach, guck mal ganz kurz in die Stunde auch hinein, damit Sie mal sehen, was hier abläuft, was der Markt macht. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass der Markt so ein bisschen doch nach unten tendiert, ein bisschen mehr nach unten tendiert. Wie komme ich darauf? Wir haben hier, sehen Sie das, diesen Schwung, diesen Abwärtsschwung, hier hat sich untergeordnet quasi eine Abwärtswelle entwickelt in diesem übergeordneten Abwärtstrend. Das heißt, wir haben jetzt hier den Markt so leicht langsam Stück für Stück nach unten laufen. Ich meine, da aufgrund die Tatsache, dass das hier so langsam geht, deutet auch darauf hin, dass der Markt mehr oder weniger so ein bisschen überlegt. Das heißt, wir haben jetzt niemanden da, der massiv auf den Verkaufknopf drückt, aber wir haben halt so diese Abwärtswelle und das ist eher so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass der Markt erstmal mehr nach unten als nach oben will. Aber dadurch, dass das auch alles so relativ eng beieinander liegt, wenn Sie sich mal diese Trendverläufe hier anschauen, das ist halt, warten Sie, ich versuche Ihnen das mal einzuzeichnen, ich kriege es leider nicht hin. Nicht schön, wenn ich jetzt hier drin rumzeichne, aber wir können ja mal ganz kurz probieren, ob ich es hinbekomme. Wir haben jetzt hier, wenn Sie sich das mal anschauen, diese Abwärtsbewegung, sage ich mal, innerhalb des übergeordneten Trendbildes, die sich so leicht Stück für Stück nach unten schleicht. Aber dabei hat sich halt, wenn Sie das hier mal so sehen, hat sich was Trendförmiges gebildet. Hier haben wir sogar noch einen kleinen Unterschwung. Also das Ganze hier gab es nochmal kurz einen Rücksetzer, aber wir haben jetzt hier die Situation, dass der Markt schön nach unten geht. Das heißt, wir sehen hier fallende Tiefkurse, fallende Hochkurse und jetzt haben wir auch die fallenden Tiefs unten dran. Und jetzt kann es halt passieren, weil das so schleichend der Fall war, dass der Markt halt, wenn er hochdreht, ganz schnell diese oberen Hochs wieder anläuft und dann diese Dynamik in die Korrekturbereiche nach oben angeht. Und dann laufen wir möglicherweise auch relativ schnell nach oben, dass wir hier diese Bereiche, die ich hier markiert habe, um die 16, was haben wir hier, knapp 55, 56 und dann hier oben, wie gesagt, die 16, 62, 63. Das sind Anlaufmarken, die sehen wir auch schön im Verlauf auf
der Stunde. Also auch Dinge, die die Marktteilnehmer tatsächlich auch beachten, könnten hier an dieser Stelle entsprechen. Ich räume mal kurz diesen Chart noch auf, damit er sauber bleibt, wenn wir noch mal reinschauen müssen. Das also die Handelsidee aus der Betrachtungsweise im Silber. Dann gehen wir in den italienischen Kursindex. Jetzt haben wir die Markteröffnung schon durch. Wir schauen mal in den Markt, wie er gestern auch geschlossen hat. Eine interessante Story, die sich hier abgebildet hat. Was macht das Ganze interessant? Schauen Sie mal, ich habe es Ihnen eingezeichnet. Wir haben jetzt hier untergeordnet, haben wir zwar einen Aufwärtstrend. Das ist das eine Bild. Heißt also vom Prinzip her, man sagt, gut, im Aufwärtstrend, wer nicht Korrekturhandel machen möchte, sollte besser die Füße stillhalten. Aus der Korrektur zu handeln ist was anderes, aber in einem Aufwärtstrend die Korrektur zu handeln, ist halt nicht jedermanns Sache. Von der Seite her, okay. Aber für den kurzfristigen Handel haben sich diese Umkehrsymbole, diese Umkehrkerzen, diese Short-Umkehrkerzen in den letzten Zeiten immer als etwas lukrativ gegeben. Das heißt, wenn diese Kerzen bestätigt wurden, ist der Markt dann auch ein ganzes Stückchen nach unten gerutscht. Das haben wir auch hier gesehen. Ich meine, man muss da schnell sein, weil der Markt auch schnell wieder nach oben reagieren kann. Aber nichtsdestotrotz, wir haben die Situation, dass diese Umkehrkerzen doch nach unten auch bestätigt wurden. Wenn das dieses Mal wieder der Fall ist, das heißt, dass der Markt nach unten tendieren sollte, aus welchem Grund auch immer, das spielt hier keine Rolle, dann wären die nächsten Anlaufpunkte halt erstmal dynamisch relativ weit auf der Unterseite zu finden. Das habe ich hier unten für Sie markiert. Das wäre einmal der Bereich um die Tagestiefs hier vom Montag, was haben wir heute? Ne, vom Dienstag ist das gewesen, um die 21.723, beziehungsweise dann könnte der Markt sogar noch bis hier runterlaufen, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Ja? Das heißt, wir würden dann sozusagen eine zweite Korrekturwelle in der Korrektur bekommen, nachdem wir hier am Dienstag diesen starken Anstieg gehabt haben. Das kann passieren, dass der Markt hier runterläuft, tatsächlich, wenn die Märkte unruhig bleiben. Auf der anderen Seite kann das auch nur sein, dass wir hier jetzt gestern einen etwas schwächeren Tag gesehen hatten, der dann nach oben dreht. Dann wären die Anlaufpunkte natürlich die Tageshochs. Das heißt hier das Tageshoch vom Mittwoch, beziehungsweise dann die Hochbereiche, die wir hier hätten. Das wäre dann das positive Szenario, dass es nicht zu einer zweiten Abwärtswelle kommt, sondern zu einer direkten Fortsetzung dieser ersten Aufwärtsbewegung hier in der Korrektur. Und das Ganze schauen wir uns mal kurz im Stundenchart an. Das Sie sehen ja auch im Stundenchart, das ist das diese Korrektur nach unten hier gewesen und dann gab es diesen Schub nach oben. Und wir sehen halt hier mittlerweile einen Trend, der nach oben läuft und momentan halt auch nach oben will. Das heißt, die Stunde ist jetzt hier im kleinen Bild aufwärts gerichtet. Und das ist dann die interessante Sache. Wenn sich das Ganze fortsetzt, dann haben wir hier oben die Trendfortsetzung, die dann natürlich spannend bleibt. Das heißt, was wir jetzt haben, wir hatten die Bewegung, wir hatten die Korrektur der Bewegung. Jetzt haben wir die nächste Bewegung, die dann hier untergeordnet in der Stunde wieder einen etwas größeren Aufwärtstrend bilden könnte. Also das wäre dann sozusagen dieses Bild, was wir hier haben. Und damit hätten wir dann wieder eine Situation vorliegen, wo wir halt aus dem Aufwärtstrend der Stunde in diesen Aufwärtstrend des Tages hinein traden könnten. Das wäre dann wiederum lukrativ, würde dann bei positiver Marktlage sozusagen das Szenario spielen, dass der Markt hier Richtung dieser kleinen Trendhochs, dieses Trendhochs hier oben läuft, was ich für Sie markiert hatte, dass sozusagen, wenn der Markt hier mit Stärke aufwartet und wir nach oben laufen. Im Moment sieht es aber so aus, als wenn wir sehen, die Eröffnung ist ja gerade am Laufen und der Markt erstmal ein bisschen abwartend ist. Ich meine, wir haben gerade die Eröffnungsphase hier von der Seite her mal abwarten, was der Markt macht. Also das eine Handelsidee, die jetzt quasi noch nicht losgelaufen ist. Und das ist ja auch immer schön, wenn wir hier über Dinge sprechen, die Sie auch um diese Zeit schön im Portfolio auch noch umsetzen können. Also hier haben wir beide Möglichkeiten offen. Abwärtsdynamik oder Aufwärtsdynamik kann hier entstehen. Und der Trend in der Stunde ist hier ein schöner Richtungsgeber. Das heißt, wird hier untergeordnet dieser kleine Abwärtstrend vorgesetzt oder durchgesetzt. Dann haben wir halt die Situation, dass wir eher eine Abwärtsdynamik erstmal sehen sollten. Also hier schauen Sie mal, das sind diese kleinen Trendverläufe, die wir hier haben. Und die sind gut dafür geeignet, dass wir hier den 5-Minuten-Zeiteinheit in die Stunde beispielsweise traden. Und da haben wir ja jetzt sozusagen hier die Korrektur des Ganzen. Und wenn sich das Ganze dann fortsetzen sollte auf der Unterseite nach unten, das wäre dann die Dynamik, die hier weggeht. Sie sehen auch hier, dieser kleine Aufwärtstrend halt gebrochen wurde. Im großen Bild kann dann natürlich hier eine trendförmige Aufwärtsbewegung gewesen sein, eine trendförmige Abwärtsbewegung und dann vielleicht eine trendförmige Aufwärtsbewegung, die dann einen etwas größeren Trend hier in der Stunde bildet. Wir werden sehen, was der Markt macht. Auf alle Fälle, die Tür ist hier für beide Richtungen offen und das ist ja immer das Interessante, dass wir uns ja auch im kurzfristigen Bereich relativ schnell und individuell an die Märkte anpassen können. Und mit diesen Worten würde ich gerne in den Währungsmarkt für heute gehen. Ich muss noch mal ganz kurz etwas trinken, die Stimme kratzt. Und am Währungsmarkt schauen wir uns einfach das
britische Pfund im Kan-Dollar an. Hier der Chart in den Tag hinein. Ich habe schon eingezeichnet, worauf es mir hier ankommt. Wir haben die Lage aktuell so, dass wir hier einen bestehenden Aufwärtstrend haben, der aktuell korrigiert und zwar etwas im Hochs über die Seite. Sie sehen hier sozusagen, dass wir eine Situation haben, wo die letzten Tage immer mal hier in diesen Hochbereich reingelaufen sind und dann wieder abverkauft haben. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Das Zweite, was wir sehen, wir haben eine ansteigende Folge von Tiefs. Das heißt, der Markt beginnt immer öfter zu kaufen. Der eine oder andere mag sich jetzt daran erinnern, was ich gestern beim Euro-Türkische Lira eingezeichnet habe. Schauen Sie mal, wir haben jetzt hier ein Dreieck, ein aufsteigendes Dreieck sozusagen in einem Aufwärtstrend. Das ist ein sehr bullisches Zeichen. Das heißt, wenn der Markt dieses Muster nach oben auflöst, ja, dann haben wir die Situation, dass wir relativ schnell in die Tageshochs hier laufen können, um den Preisbereich von ungefähr 1,75,609 und wenn das wirklich gelingt, dass der Markt dort nachhaltig drüber läuft, wäre das wirklich eine gelungene Fortsetzung dieses Aufwärtstrends und der könnte dann entsprechend auch die nächsten Hochs kurzfristig hier anlaufen im Bereich von 1,76,837 und 1,77,093. Das wären mal die nächsten Punkte. Wir können dann im weiteren Chartverlauf hier natürlich noch ein paar mehr Punkte aufmachen. Schauen Sie mal, wir haben jetzt hier wirklich schöne Bereiche, wo Trendkorrektur Hochs sind. Wir hatten ja vorher den Abwärtstrend. Wir haben also einen Bereich, wo schön der Markt uns einige Bereiche gibt, wo reinlaufen können. Das heißt, wir können hier auch sehr schön die wichtigste Frage im Trading auch beantworten. Wenn wir long gehen, stelle ich auch gleich mal die Frage in die Runde. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört. Was wäre denn die wichtigste Frage, die wir uns als Händler beantworten möchten, wenn wir long gehen? Ich stelle die Frage einfach mal in die Runde. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, diese Frage hier einfach auch zu beantworten. Würde mich freuen. Ansonsten liefere ich die Antwort natürlich in Kürze auch direkt nach. Wir schauen jetzt hier einfach mal in den Stundenchart auch hinein. Das heißt, wenn wir uns die Stunde hier in diesem Bereich einmal anschauen, ich zoome das gleich mal etwas kleiner, dann haben wir hier die Situation, sehen Sie, wir haben hier dieses Dreieck schön zu sehen. Wir sehen auch hier einen Trend, der nach oben läuft. Das heißt, wir haben auch in der Stunde hier sozusagen den Markt im großen Bild entsprechend aufwärts gerichtet. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Bewegung, wir hatten hier eine Korrektur, wir hatten wieder eine Bewegung, die jetzt höher gelaufen ist und dann jetzt hier etwas runterläuft, in Korrektur ist und dann, wenn das Ganze sich fortsetzt, dann läuft es nach oben und dann, Heiko, perfekt, ich freue mich riesig, wer kauft nach mir? Das ist tatsächlich die wichtigste Frage. Warum ist das die wichtigste Frage? Wenn wir eine Long-Position verkaufen wollen, dann brauchen wir natürlich Käufer und es ist immer wunderbar, wenn wir im Chartverlauf Punkte sehen, wo wir mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen können, dass dort Käufer warten, an die wir unsere Positionen auch abgeben können, beziehungsweise die dann für Kursdynamik nach oben sorgen, weil sie mit ihren Kauforders natürlich die Nachfrage auch erhöhen. Also das sind Dinge, die warten hier auf uns tatsächlich und wenn uns der Trend hier den Gefallen tut, nach oben schön auch zu laufen, dieses Dreieck nach oben aufzulösen, dann wäre das ein richtig tolles Kaufsignal. Sollte andererseits die Korrektur doch noch etwas tiefer laufen, sie hätte ja die Möglichkeit, doch in den Bereich hier unten reinzulaufen, ohne diesen Trend kaputt zu machen. Das heißt, wir haben ja das Korrekturtief bei 1,73,081, da könnte es reingehen. Dann haben wir Unterstützungen liegen. Erstmal dynamische Unterstützung, beziehungsweise Anlaufpunkte, die eng liegenden Tagestiefs auf alle Fälle, das könnte da erstmal für einen Rutsch nach unten sorgen. Der Anlaufpunkt, der erste wäre dann hier bei 1,74,207 als Unterstützung und dann, wie schon gesagt, hier unten dieser Bereich des letzten Korrekturtiefs, was wir hier an dieser Stelle auch sehen. Damit von meiner Seite für heute für die Marktvorbereitung der Besprechung der Handelsideen genug. Ich entlasse jetzt einfach ins Trading. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere Idee für sich auch mitnehmen. Wenn Sie gerne nochmal im Nachgang reinschauen möchten, Sie können auf Facebook das Video sich jederzeit wieder anschauen. Oder Sie klicken einfach in YouTube hinein und da können Sie das Ganze natürlich auch jederzeit noch einmal anschauen. Und wenn Sie Fragen haben oder auch einen Wunsch für eine Chartanalyse machen wollen, scheuen Sie sich nicht, wenn Sie sich den Chart angucken hier in der Analyse jeden Morgen. Klicken Sie ruhig hier, fragen Sie mich direkt an und können und stellen Sie Ihre Frage für den Chart, den Sie auch besprechen möchten. All das mache ich sehr, sehr gern für Sie an dieser Stelle. Ein kleiner Hinweis noch für morgen. Morgen haben wir ja Freitag. Da habe ich natürlich wieder den edukativen Bereich an dieser Stelle und da werden wir morgen mal ein wenig über das Thema
Psychologie im Trading sprechen. Psychologie ist ja sehr, sehr, sehr wichtig und hier schauen wir mal das ein oder andere Psychologische von dieser Seite her an. Das heißt, ich lade Sie ein, schauen Sie morgen auch direkt rein, können Sie live dabei sein, um 9 Uhr geht es los, beziehungsweise ich mache das dann auch technisch wieder so, dass Sie sich das edukative Webinar auch immer separat im Nachgang anschauen können. Das wird auch separat aufgezeichnet. Das ist dann in den edukativen Parts im YouTube-Kanal von Tickmill auch für Sie zu sehen ist. Und nächste Woche Dienstag macht mein Kollege der Jens Klatt um 9 Uhr ein Live-Trading. Da werden wir hier mit den Besprechungen der Handelsideen eine halbe Stunde früher starten. Das heißt, nächste Woche Dienstag geht es schon um 8.30 Uhr los. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch eine bessere Zeit. Ich finde diese Zeit auch gar nicht so schlecht, weil dann können wir viel früher über die Handelsszenarien auch sprechen und vielleicht dann, wenn der Markt losläuft, auch für jeden die Chance gegeben, hier reinzugehen und die Webinarbesprechung auch schon durchzuhaben. Also an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit, für die aktive Mitarbeit. Heiko, Anton, Elena, ich wünsche allen einen schönen Donnerstag und allen eine gute Zeit beim Traden. Bis morgen, Ihr Mike Seidel.